Ja, schönen guten Morgen oder Vormittag, je nachdem. Ja, ich werde jetzt ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen, genauso wie meine Vorrednerinnen. Wie schaut Wiener Neustadt 2030 aus? Und ich konzentriere mich auf den Bereich Energie. So, Wiener Neustadt ist 2030 Photovoltaik-Meister. Man muss dazu sagen, wir sind im PV-Bereich jetzt schon auf einem guten Weg. 2030 haben wir den Weg dann noch einmal intensiviert, noch einmal beschleunigt und haben mittlerweile auf allen kommunalen Gebäuden PV-Anlagen oben. Das ist ja wirtschaftlich jetzt schon rentabel, wird dann 2030 noch rentabler werden. Allein durch die kommunalen Gebäude schaffen wir es, dass wir 5000 Haushalte in Wiener Neustadt mit Ökostrom versorgen. Vielleicht auch ein Beispiel, das ist die Gemeinde Horn. Die setzen ganz stark auf Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligungsmodelle im PV-Bereich gibt es in Wiener Neustadt noch nicht. 2030 ist es dann Standard. Wir nutzen auch den Wind. Wir bauen keine Windräder selbst in Wiener Neustadt, sondern wir wissen, dass es in der Umgebung wesentlich bessere Plätze gibt, wesentlich mehr Potenzial für Windenergie gibt. Wir sind da eine Kooperation im Sinne des jetzt schon bekannten Slogans Stadt und Land miteinander eingegangen und haben es geschafft, dass wir Windkraftanlagen auch mit Bürgerbeteiligung erstellt haben in der publiken Welt. Das heißt, die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter können sich an Windkraftanlagen in der publiken Welt beteiligen und wir haben dort quasi unsere eigenen Windkraftanlagen. 2030 wohnen wir auch energieautark. Auch das ist jetzt schon in vielen Gemeinden State of the Art. In Deutschland gibt es energieautarke Mehrfamilienbauten jetzt schon. 2030 ist auch das Standard. Wir haben das geschafft, indem wir einfach bei der Flächenwidmung angesetzt haben und dort definiert haben, dass das einfach ein Standard ist. Für Einfamilienhäuser, genauso für Mehrfamilienbauten. Und ganz wichtig ist dazu zu sagen, wir haben nachverdichtet. Das heißt, Schritt 1 war Nachverdichtung, Schritt 2 war dann Umstellung auf Energieautarkie. Auch im Mobilitätsbereich setzen wir auf Sharing-Modell und das Ganze in Kombination mit Ökostrom. Das heißt, wir haben jetzt schon E-Autos im Carsharing-Modell. Im Jahr 2030 schaut es dann so aus, dass es nicht nur innerstädtisch E-Carsharing gibt, sondern dass in jedem Stadtviertel, vor allem dort, wo es mehrgeschossige Wohnbauten gibt, gibt es E-Autos im Sharing-Angebot und gibt es auch E-Lastenräder. Das ist dann Standard, da braucht man nicht mehr sein eigenes Auto, sondern muss man einfach sein Handy, hat eine App oben und schaut sich an, okay, ich brauche das in 3 Stunden oder ich brauche es übermorgen und bucht es einfach und nutzt es einfach. Ziemlich simpel, ist jetzt schon in vielen Städten möglich und ist 2030 auch in Wiener Neustadt Standard. Und 2030 haben wir es dann auch geschafft, dass wir 5 E's erreicht haben. E5 ist eine Initiative vom Bund und unterstützt auch vom Land Niederösterreich. Ist ein Betreuungsprogramm für Gemeinden. Wiener Neustadt hat sich 2019 schon dazu bekannt und 2030 haben wir das erreicht. 2019, wenn wir einsteigen würden, jetzt schon, würden wir ungefähr bei 3 E's einsteigen. Bis 2030 ist es locker möglich, dass wir 5 E's erreichen. Das Bild ist von Baden. Die sind diese Woche ausgezeichnet worden mit 5 E's. Das heißt, die sind energieeffizienter und sind auf einem wesentlich besseren Weg als Wiener Neustadt. Wenn wir diesen Weg einschlagen wollen, und ich glaube, es ist unbestritten, dass wir den gehen müssen, da braucht man einfach nur ein paar Kilometer nördlich nach Baden fahren und uns das dort anschauen. Ja, und das einfach machen, was die machen. Ja, auch von mir ganz kurz, wie haben wir es jetzt geschafft, dass wir 2030 dorthin kommen?
Das Wichtigste war, dass wir 2020 erkannt haben, wir müssen die Ziele klar definieren. Es reicht nicht, wenn wir so Überschriften formulieren und sagen, ja, wir würden gern klimagerecht sein oder wir würden gern energieeffizient oder so sein. Das ist alles zu schwammig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ganz klare Ziele definieren. Stadt Wiener Neustadt, bis 2030 reduzieren wir die CO2-Emissionen um 50%. Das ist auch jetzt nicht unbedingt was ganz was Neuartiges oder was Unmögliches, sondern das ist jetzt schon, die Stadt Krems hat es im Step 2030 so definiert drinnen. Step 2030 in Wiener Neustadt hätte das noch nicht gelesen, ein klar definiertes Ziel. Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger, auch da gibt es ein klares Ziel und auch bei der Energieeffizienz. Und wenn man so Ziele hat, dann braucht man natürlich auch messbare Indikatoren. Sonst kann man sagen, ja, ich will dort gern hin, aber solange ich es nicht messen kann und nachweisen kann, ist natürlich jedes Ziel obsolet in Wirklichkeit. Das heißt, auch 2020 haben wir, seit 2020 haben wir erkannt, wir brauchen ganz genaue Indikatoren. Flächenverbrauch, Luftschadstoffe, Mindestsiedlungsdichten, Stromverbrauch pro privaten Haushalt, Energienutzung pro Einwohner, Nutzung regenerativer Energien, also alles wirklich ganz, ganz konkrete und messbare Ziele. Was haben wir noch getan seit 2020? Erstens einmal, wir haben genau hingeschaut, welche Projekte haben wir jetzt, sind die klimaverträglich, tragen die dazu bei, dass wir 2030 oder noch ambitionierter 2050 die Klimaziele, die wir ja vorher gehört haben, die rechtlich verbindlich sind, wirklich erreichen. Das heißt, wir haben so uralte Projekte, die 50 Jahre zurückliegen, die Planung, haben einfach gestoppt, weil wir erkannt haben, das ist völlig sinnlos, da steigt der CO2-Anteil massiv an. Wir haben dann konkrete Maßnahmenpläne erstellt und laufend evaluiert. Und ganz wichtig, wir haben die Bevölkerung mitgenommen. Das ist deswegen wichtig, weil es natürlich am Anfang 2020 jetzt Widerstand gegeben hat oder gibt. Und man einfach die Bevölkerung mitnehmen muss, ins Boot holen muss. Wir haben vorher schon gehört, es gibt eine immer breitere Allianz an Bürgerinnen und Bürgern, die den Weg mitgehen wollen, auch den vielleicht jetzt noch für einige unangenehm wirkenden Weg. Aber wenn man ihnen, so wie es hier versucht hat, mit Bildern kommuniziert, schaut, so schaut die Stadt Wiener Neustadt 2030 aus. Die ist grüner, die ist sauberer. Da brauche ich nicht mein eigenes Auto. Ist wesentlich komfortabler. Und das hat auch laufend kommuniziert. Dann schafft man es auch, dass die Bürgerinnen mitgehen. Ja, und was hat die Stadt Wiener Neustadt 2020 auch erkannt, ist, dass jetzt schon sehr viele Initiativen gibt, die die Stadt unterstützen und die Stadt mitnehmen auf diesem Weg und die man einfach nutzen kann. Also wir sind nicht, die meisten sind da von den Initiativen. Ich habe jetzt einige wahrscheinlich vergessen, aber ich habe jetzt mal ein paar aufgelistet. Es gibt dann, das sind die informellen Strukturen oben und unten, das ist die formale Struktur, der Umweltbeirat, ist vielleicht auch nicht für alle bekannt. Die derzeitige Umweltministerin, die Frau Patek, ist Leiterin vom Umweltbeirat. Und es sitzen dort wirklich gute Leute drinnen. Das heißt, man hat informelle Strukturen in Wiener Neustadt jetzt schon, die sehr aktiv sind, wo es eine gute Expertise gibt, und wir haben auch formale Strukturen, die einfach nur gestärkt gehören und die besser eingebunden gehören und die man einfach einbeziehen sollte, stärker. Und wenn man das macht, dann schafft man auch den Weg 2030 und erreicht man die Ziele. Ja, das war's von meiner Seite. Danke.